Was geht YouTube und herzlich willkommen zur nächsten Episode. Wir müssen ganz schnell hier was ändern an der Klasse. Und zwar spielen wir diese Runde jetzt mal hier mit der Remington. In der nächsten Folge des Road to Commanders. Und wir ändern jetzt mal schnell was. Und zwar machen wir jetzt mal die Ultra... Nein, was? Ich habe den Countdown nicht gehört. Toll. Habe ich einfach nur eine Sache aus der Klasse genommen. Ich wollte jetzt die Ultra-Rusher-Klasse eigentlich bauen. Aber das ist natürlich schwierig. So, im Übrigen sitze ich ein bisschen... Ich muss ein bisschen runter. So, sieht das besser aus? Ja, keine Ahnung. Okay. Spielen wir mit der MP7, Leute. Es ist die gleiche Lobby wie gestern noch. Und ich habe wieder diesen Franzosen im Gegnerteam. Alter, das ist ja echt nervig, Mann. So, dritte Episode des Road to Commanders. Wir haben jetzt schon Folge Level 13 haben wir jetzt erreicht. Das ist er wieder, Mann. Das ist unglaublich. Dieser Typ, der ist echt mein schlimmster Albtraum. Mein größter Feind, ey. So, lauf, lauf, lauf. Okay, alles klar, Digga. Hat wahrscheinlich keinen gekillt, oder? Okay, schnell, 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 schnell. Ey, das ist so lächerlich. Mann, dieser Typ mit seiner... Guck mal, wie schlecht er ist. Aber er weiß natürlich genau, wie man abwartet, um zu schießen, Alter. Das war wieder... Mann, okay, das ist schwierig. Okay, also mit MP7 ist es natürlich viel schwieriger als mit Elsat oder so. Alter, die Teamaufteilung ist ja so rigged, Alter. Ich glaube, schlimmere Teamaufteilung wäre einfach nicht möglich. Guckt euch das an, Leute. Ich kann gar nichts machen. Mein Team wird so eingequetscht. Guckt euch mal an, wie die spielen, meine Teammates. Jetzt sind alle hier im Haus. Ich müsste eigentlich versuchen, einmal rüber zu laufen. Aber es ist so schwer. Es ist so schwer, hier rüber zu laufen. Ich glaube, wir suchen uns mal eine andere Lobby. Das ist halt einfach scheiße. Es macht dann auch gar keinen Spaß, das anzugucken, wenn so eine Spawn-Trapper-Lobby ist. Man ist natürlich im schlechteren Team. Ich hätte so Bock, mal Herrschaft oder so zu spielen, Alter. Wobei, warte ganz kurz, bevor ich es vergesse. Wollte ich jetzt hier nämlich extra Gear 3 kaufen. Und Extrembedingungen. Man darf aber nicht zu verschwenderisch sein. Nicht, dass man sich am Ende die AN nicht mehr kriegt oder die K40 oder so. Das wäre natürlich ziemlich unlucky. Gucken, ob es hier eine vernünftige Lobby gibt. Das ist natürlich Antoine GG Du. Perfekt. Das ist auf jeden Fall 1 gegen 1 Villa. Ja, Villa in 2019 auf jeden Fall noch machen. Sehr gut. Mann, die Lobby fühlt sich ja. Das ist ja ein wahrer Traum. Ja, das ist natürlich die Scheiße halt, wie gesagt, ne? Es wird halt nicht so einfach in irgendwie allen Spielmodi irgendwelche Lobbys zu finden. Ah, jetzt haben wir eine Herrschaftslobby gefunden. Wahrscheinlich ist die gut, oder wo man reinjoint. Slums, boah, wenn das eine geile Lobby wäre, ich würde mich so freuen. Slums, eine geile Lobby, ist das Schönste, was es gibt, aber als ob es hier überhaupt noch eine schöne Lobby gibt, ohne Hacker und so in Herrschaft. Ich bin mal sehr, sehr gespannt jetzt, was wir hier für eine Lobby bekommen. Da lasse ich mich doch mal nicht lumpen. So, okay, come on. Let's get it. Ja, keine Ahnung, ich spiele die jetzt einfach. Was soll man machen? Ich will einfach Slums spielen. Ich will einfach Slums spielen. Meine Teammates stehen sogar ganz okay. Sind natürlich trotzdem 3 Prestige-Master im Gegnerteam auf ganz entspannt. Aber was hat das schon noch zu sagen? Es können auch irgendwelche Großväter sein, die das Spiel einfach ein bisschen Prestige-Master gespielt haben. Oder auch nicht. Oder er hat einen Scuff. Kann natürlich auch sein. So. Konterdrohne. Yo, Digga. Aim Assist hat sich komplett verabschiedet. Ehre genommen. Ah, C4 habe ich genau kassiert. Ja, das ist natürlich das Ding. Ohne Kugelweste ist man immer so ein bisschen lost. Ich glaube, Level 32 kriegt man Kugelweste. Bis dahin ist es natürlich schon so ein Kampf gegen C4 und alles. Boah, es ist so krass, Mann. Wieso tue ich mir das eigentlich nochmal an, so Road to Commander? War eh klar, die Kugelweste. Easy pick, Alter. Get raped, Mann. Ja, Digga, Teammate blockt. Da ist ein Fenster, einer. Habt ihr den? Boah, der wurde so weggeschrotet. Habt ihr den hier schon? Oder ist der noch? Der ist noch da. Hallöchen. Darf ich deine Waffe haben? Habe ich nämlich schon gehört, was der da in der Hand hat. Und wenn ich sage, ich habe mich nicht gefreut, dann würde ich lügen. Alles klar, Ehrenmann, nimmt alles. Okay, ich glaube, hier kommt einer.
Wir müssen einfach durch, Mann. Ich habe keinen Bock, jetzt hier zu rumzugammeln, ey. Ja, ich kann nichts machen halt. Ich kann halt nichts machen, wenn ich kein Leben hab, Mann. 6-3. Die Gegner sind nicht mal gut. Come on. Schön. Ich hoffe, dass er Kugelweste hat und sich richtig ärgert. Mein Gott. Er war nicht mal als Sniper angezogen. Er hat sich einfach aufgehoben. Oh, warte. Damit kannst du mich nicht holen. Brauchst gar nicht versuchen, komm. Oh ja, Mann, let's go. Hallöchen. Ah, okay, wir haben natürlich hier ein paar Tryhards auch, ein paar deutsche Tryhards. Das ist auf jeden Fall, so habe ich mir das vorgestellt. So, okay, warte, jetzt müssen wir einmal hier hinten rumlaufen. Okay, warte, wo sind die jetzt? Hey, die sind's doch. Alter, Teammate hat die beide einfach mit Scorpion Evo Schalldämpfer weggehauen. Okay, Digga, vor dir habe ich Respekt. Die Skala lasse ich mir natürlich nicht lumpen. Schade, dass ich nicht mit in die zweite Halbzeit nehme. Ob da keiner kommt, das kannst du mir nicht erzählen. Hundertprozentig. Nein! Hinter mir. Oh, guck mal, jetzt quitten die auch noch bis auf zwei. Bis auf drei. Ah, oh, das ist natürlich so eine richtig eklige, glaube ich. Dieser Dabrowski hackt im Übrigen. Den habe ich letztes Mal schon gesehen. Der Arme hier, Digga. Den hätte ich auch noch. Ah, Mist. Ja, die Lobby ist halt jetzt komplett wasted, Mann. Diese beiden Splitscreens sollen wir das Team wechseln hier. Dann wäre es eine schöne Lobby. Da würde ich mich drüber freuen. Aber wir können jetzt halt auch nicht immer quitten, weil wir natürlich den Spielbonus auch in irgendeiner Form brauchen. Ich mache mal ein bisschen Monitor runter. Ja, es war klar. Er geht immer entweder ganz runter oder gar nicht. So. Okay, let's go. Ah, Teammate hat Orbi. Ehrenmann. Ohne Scheiß, dafür wurde das Wort Ehrenmann erfunden. Für Teammates mit Orbi. Kein Scheiß jetzt. Guck mal, der Typ da, das ist ja so ekelhaft, was der macht. Guck dich das an, Mann, mein Teammate mit der. Digga. Er ist der beste Spieler der Welt, Digga. Er lässt mir keinen übrig. Er lässt mir keinen. Was ist das, Digga? Digga, der Teammate ist doch nicht legit, oder? Mit der FAL. Ist der legit, Alter? Was machen die hier mit denen? Ich krieg nichts ab. Hallo? Orbi weg. Neuer Orbi. So lobe ich mir das. Okay. Digga, irgendwas stimmt doch mit den Teammates nicht. Was ma. So schnell habe ich maximal Anton gesehen, dass er Leute holt. Ich bin tot. Teammate, komm. Okay, danke, Teammate. Okay, ich komme gleich. Digga, was ist das für eine Runde? Vor mir. Versuch das Auto zu sprengen, Mann. Ich habe auch nie einen Roto Commander gemacht, fällt mir gerade auf, oder? Habe ich schon mal? Ich glaube nicht, ne? Ist doch hier, oder nicht? Digga! Wieso. Digga, der Teammate laggt so heftig. Hätte ich mal die andere Seite gecheckt. Boah, ey, die Runde gehe ich echt komplett unter, keine Ahnung, Mann. Egal, wir nehmen den Spielbonus auf jeden Fall mit. Muss sein. Den brauchen wir. Wupp! Ja, das sind meine Kills. Hier sind meine Kills gespawnt. Endlich, finally. Nein, er hat nicht die, wirklich Dingens geworfen. Er liegt im Müll, Digga. Er liegt einfach im Müll. Der hinten ist eh tot, braucht man gar nicht gucken. Den haben sie natürlich mit 100er Prezi geholt. Also die Teammates hacken zu. Also ich bin mir zu 95% sicher eigentlich, dass sie hacken. Okay. Boah, ja, Mann, ich knall euch weg. Ja, Mann. Okay, Drohne raus. Ja, man kriegt jetzt natürlich hier nicht so viele Kills ab. Gib mir deine Waffe her, Bruder. Hallo?
Ich habe das Gefühl, der Controller hat ein bisschen Input-Lag. Ich meine, klar, ein bisschen hat er auch Input-Lag. Digga, der da hinten springt im Head-Glitch, Mann. Das könnte so deine Mutter-Witz sein. Deine Mutter springt im Head-Glitch. Und du bist sowas von meins. Wahrscheinlich holst du mich, oder? Versuch's doch gar nicht, ja. Den habt ihr? Den habt ihr nicht? Doch, okay, jetzt haben sie ihn safe. Na gut, immerhin. Gute KD. Kann man nichts gegen sagen. 22-6 ist jetzt natürlich nicht krass besonders, aber... Auf jeden Fall, ich wollte gerade quitten. Ich wollte gerade echt quitten. Ich habe hier so einen miesen Pickel auf der Nase. Seht ihr das? Ist echt belastend, Mann. Echt belastend. Sieg. 200-75. Dabrowski am Start. Level 14 habe ich jetzt. Also es geht echt nicht schnell, Mann. Man muss schon ehrlich sagen, es geht ehrlich nicht schnell. Double EP Hack wäre gut. So, Level 14. Techniker, geil. Alter, diese Lobbys sind echt ganz übel. Eine geile Multilobby finde ich jetzt in 3, 2, 1. Wo ist die geile Lobby? Digga, das ist einfach, gegen die zu spielen wäre jetzt so die Hölle gewesen. Ist das Deutsche? Ich verstehe kein Wort, was die sagen. Sehr gut. Naja, komm. Overflow. Overflow. Vor 2 Jahren wären die Lobbys, glaube ich, auch nochmal krass nochmal gewesen. So ungefähr vor 2 Jahren. Digga, mein Pickel hier ist so ekelhaft. Das ist so krass, Mann. Das ist so eine richtige Beule, Alter. Bitte gib mir die Splitscreen nicht ins Team. Alles klar. Was ist jetzt passiert? Alles klar, wurde einfach gar nicht gesagt, wer jetzt in welchem Team ist. Bitte lass die Splitscreen einfach im Gegnerteam sein. Ich meine, für euch ist es gut, wenn es jetzt so ein Only Team Deathmatch Road to Commander wird, weil ihr habt dann einfach mehr Folgen, weil du kriegst einfach viel weniger Punkte in einer Runde. Oh ja, die Splitscreen sind im Gegnerteam, sehr schön. Jetzt wird erstmal eine 5 Minuten nuklear gemacht, auf entspannt. So, 2 gegen 4, das ist sogar geil. Ihre Arroganz ist ihre Schwäche. Gucken, warum die arrogant sein sollten. Boah, habe ich ihn geil geholt. Das hat mich gerade richtig angeturnt. Der hat eine AN und den. Oh, geil, Digga. Der hat ja hier Premium. Na, das ist noch mehr Premium hier. Nein, Mann! Hey, was ist denn jetzt los in der Lobby? Wieso war denn da jetzt ein farbiger Name drin? Nicht, dass das hier irgendwie so ein Hacker reinkommt. Der mit seiner M8, Alter. Ich hab's doch gehört, Mann. Digga. Tryharde doch nicht. Lass mich einfach mal eine Nuklear machen gegen dich. Wir haben die Kontrolle verloren. Okay. Ehre genommen. Digga, er weiß jedes Mal genau, wo ich herkomme. Aber er taktik anstieg natürlich auch nicht mehr. Natürlich einfach verschwunden. Alter, das Gegnerteam sieht so lecker eigentlich aus. Mann, ich habe nur Angst, weil die A1 mit Schaft benutzen. Das ist ein guter Typ hier, den mag ich. Also kein Bock jetzt da lang zu laufen. Ah! Nicht, dass die vier hier verschwenden. Okay, hacken die Splitscreener? Also, hat der gerade einen Double Kill mit der Pistole gemacht mit 3 Schüssen? Oder ist das nicht legit? Mann, halt die Fresse, Digga. Ey, das Gegnerteam sieht so traumhaft aus, aber es spielt sich überhaupt nicht traumhaft. Gibt so scheiß Lobbys, Mann, genau wegen sowas. Gib mir das. Gib mir doch. Gib mir doch. Ja, ich kann die Shotgun nicht aufheben. Sie ist genau in der Sekunde verschwunden. Ist auch so typisch. Nein. Ey. Es ist so klar, ne? Sniper. Man hat keine Chance einfach. Egal wie schlecht. Treffen alles. Da durfte ich auch den Kill nicht machen.
Boah, 9 zu 8. Wollt ihr mich verarschen? In dieser Traumlobby gehe ich 9 zu 8? Das wäre jetzt so eine Aufnahme, die ich hundertprozentig gelöscht hätte. Hundertprozentig. Aber geht eben nicht in Road to Commander. Komm. Es ist so krass, oder? Guck mal, er hat eine halbe Sekunde und er trifft es. Okay, komm mal. Wenigstens mal ein Orbi oder so, Digga, das kann ja nicht sein. Ey, Digga, ich komme nicht drauf klar, Mann. Ich komme nicht auf die Lobby klar. Es gibt solche Lobbys, ne? Da hast du wirklich so eine richtig gute Lobby, aber du kannst sie einfach nicht spielen. Das ist genau so eine. Digga, nein, der ist nicht legit. Der ist nicht legit. Wie hat er sich bitte zu mir rübergedreht? 14-11, Bruder muss groß. Halt's mal. Ich wollte ihn gerade. Hä? Mit Rush im Clan Tag. Okay. 3, 2, 1. Danke, Teammate. Er hat es eigentlich perfekt gemacht, er hat es schlau gemacht. Hier hätte auch einer sitzen können. Okay. Also das ist irgendwie so eine ganz komische Runde, Freunde. Kann ich jetzt auch nicht einschätzen, was das hier genau ist. Jetzt läuft's auf einmal. Muss man auch nicht unbedingt verstehen. Ja, mit der Pistole wieder, ne? Er hat mich fast geholt. Ist der nicht hier ist? Wo ist er denn? Ich muss auch wieder mehr außen rumlaufen, merke ich. Das ist ja der Pistolengott. Pass auf, Achtung. Ja. Er hat natürlich, er hat eine Pistole und hat natürlich die KSG. Habt ihr das Timing gesehen, Leute? Habt ihr das Timing gesehen? Ich stand vor ihm. Und ich habe ihn einfach nicht gesehen. 2012, Bruder. Eieieiei. Oh nein, das ist der Pistolengott. Lass mich. Schnell erstmal. Der Splitscreener, natürlich. Natürlich Splitscreener, das ist klar. Ich muss rennen, das ist ein Sniper hinter mir. Was habe ich gesagt? Wo ist der Typ? Ist er hier? Okay, hab. Ich wusste, dass ich da weg muss. Ja, keine Chance mit 8 Schuss. Guck mal, wie die mich vergewaltigt haben. Eieiei. Na gut, Leute, ich glaube, ja, wir sind am Ende der Episode angelangt. Lasst dem Video gerne ein Like da, war jetzt nicht so spektakulär, muss ich ganz ehrlich sagen. Würde mich aber trotzdem freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Dann bis dahin, haut rein und ciao.